Doch zuallererst geht es bei uns um die Großdemonstration von Fridays for Future am diesen kommenden Freitag. Wir erinnern uns noch an den 20. September. Schon da sind zigtausende Menschen in mehr als 2000 Städten auf der Welt auf die Straße gegangen. Wie viele es dieses Mal weltweit werden, das bleibt noch abzuwarten. Aber auch in Duisburg will man sich am Freitag vor dem Hauptbahnhof treffen. Parolen wie diese sind an Freitagen keine Seltenheit mehr. Seit letztem Jahr demonstrieren weltweit Jugendliche für den Klimaschutz. Auch in Duisburg gehen Schüler jeden zweiten Freitag statt in die Schule auf die Straße. Denn wir stecken mitten im Klimawandel. Seit 1881 ist es in Deutschland um gut 1,5 Grad Celsius wärmer geworden. Wenn es so weitergeht, landen wir Ende des Jahrhunderts bei ganzen 4 Grad Celsius. Mehr erneuerbare Energien und die Einhaltung des Pariser Abkommens sind die Forderungen der Jugendlichen an die Regierung. Doch auch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Ich achte vor allem auf Ernährung sehr stark, vegane Ernährung, weil ich finde, das kann man halt gut privat so umsetzen und jeder kann was tun, aber auch Kleidung. Man muss nicht direkt vegan werden, ich habe da auch nichts gegen, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass Fleisch zu einem Luxusgut gemacht wird. Ja, ich probiere möglichst viel CO2 zu verhindern. Ich probiere viel Fahrrad zu fahren, ich probiere einfach darauf zu achten, wenig Fleisch essen. Ich gehe ohne Plastiktüten einkaufen. Wir haben solche Beutel, die man im Laden kaufen kann. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule oder laufe und wir besitzen auch selber kein Auto, wodurch wir ja auch auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Nun wurde ein neues Klimapaket in Deutschland verabschiedet. Dieses beinhaltet unter anderem einen CO2-Preis für Autofahrer sowie günstigere Bahn- und teurere Flugtickets, um die Emissionen zu senken. Wie die Regierung das im Detail umsetzen wird, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Ja, und wie die Jugendlichen von Fridays for Future dazu stehen, darauf schauen wir jetzt. Und natürlich darauf, was sonst noch alles so geplant ist am kommenden Freitag. Wir haben einer der Mitorganisatoren der Großdemo in Duisburg hier zu Gast. Herzlich willkommen, Heinrich Jahn. Hallo. Ja, grüß dich, Heinrich. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Ja. Nach 2 Monaten steht jetzt die nächste Großdemo an, nach der großen Demo am 20. September, die ja so für mediales Aufsehen auch gesorgt hat. Ja, in mehr als 500 Städten, allein hier in Deutschland, wird diese Großdemo veranstaltet. Und ja, worauf wollt ihr aufmerksam machen? Ja, also ganz allgemein auf die Klimakrise. Das ist die größte Krise, die die Menschheit im Moment hat. Und wir wollen eben darauf aufmerksam machen, dass man etwas dagegen tun kann und dass man jetzt auch etwas dagegen tun muss, weil sonst ist es zu spät. Und warum jetzt nochmal diese Großdemo, diese groß angelegte? Weil ihr habt ja jetzt jeden Freitag, es gab ja kaum eine Pause, habt ja weiter demonstriert in normaler Größe, kann man sagen. Warum jetzt diese Großdemo und warum an diesem Termin? Also einerseits ist es natürlich so, dass wir international diesen Termin gewählt haben, wie auch schon den 20.09. Und dass es da darum geht, dass wir den Druck aufrechterhalten. Sprich, dass wir immer irgendwas haben und dass wir jetzt nicht zum Beispiel ein halbes Jahr zwischen zwei Großdemos verstreichen lassen, einfach damit wir medial immer das Thema Klimawandel irgendwo haben, weil das eben für uns so wichtig ist. Und diesen Termin haben wir jetzt speziell gewählt, einfach weil jetzt in der Woche ja auch der Klimagipfel in Spanien beginnt. Und da wollen wir auch noch mal ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass da Teile unserer Zukunft entschieden worden werden und dass wir da auch ein klares Zeichen setzen wollen, dass wir für mehr Klimaschutz stehen und dass wir auch wollen, dass das da umgesetzt wird. Ja, habt ihr denn große Hoffnung, dass es da in Madrid am 29. November zu guten Ergebnissen kommen wird? Also ich hoffe, es wird besser als das Klimapaket der Bundesregierung, auch wenn das nicht schwierig sein wird. Und man muss schauen, was dabei rumkommt. Ja. Wir kommen gleich noch zum Klimapaket zu sprechen. Jetzt habt ihr ja in Duisburg oder auch in ganz Deutschland habt ihr ja jetzt Unterstützung von vielen weiteren Gruppen bekommen. Also wir haben gerade gesehen, Omis fürs Klima, glaube ich, Parents for Future, Scientists for Future. Wie stolz seid ihr auch so ein bisschen darauf, dass das jetzt so in der breiten Öffentlichkeit so von mehreren Gruppen angenommen wird und dass ihr da auch unterstützt werdet in den Demos?
Ja, also irgendwie sind wir schon relativ stolz drauf. Am Anfang waren wir halt irgendwie noch eine Schar Schüler, die irgendwie Freitag nicht zur Schule gegangen ist. Aber allein, dass wir so viele verschiedene Gruppen haben, eben Parents for Future, aber auch Scientists for Future, aber auch noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel Artists for Future, das zeigt einfach, dass eben Klimawandel eben kein Thema ist, was eine Nische ist, was nicht, das geht nicht nur die Schüler an, das geht irgendwie alle was an. Seien es jetzt Parents, Artists oder eben ganz normal die Schüler, alle sind irgendwie wichtig, alle sind auf den Demos willkommen. Ja, und ganz besonders freut mich immer die Scientists for Future, eben, dass die Wissenschaft, die Wissenschaftler sagen, was Fridays for Future fordert, ist richtig. Der Klimawandel ist eine Gefahr. Das sind eben dann auch die Experten, die Christian Lindner wollte. Die haben wir. Ja, habt ihr denn das Gefühl, dass ihr durch diese Unterstützung ja jetzt mehr angenommen werdet als vorher, als, wie du es schon sagtest, als bloße Schülergruppe angesehen wurdet? Das ist eine gute Frage. Ich denke schon irgendwie, gerade auch wenn es nicht nur die Schüler sind, dann ist es nach außen natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Das hat man zum Beispiel jetzt am 20.09. in Duisburg gesehen. Da waren richtig viele Schüler auch dabei, aber auch mindestens die Hälfte der Leute waren keine Schüler, sondern Eltern, Großeltern. Auch viele Lehrer von mir habe ich da auf der Demo gesehen, aber wahrscheinlich auch einfach andere Menschen, denen das Thema am Herzen liegt. Und das zeigt dann natürlich auch nach außen hin wieder ein anderes Bild. Dann ist es für die Leute außerhalb auch nicht so, dass das eben die Schüler sind, die demonstrieren gehen, sondern alle, die da demonstrieren gehen. Ja, jetzt hast du gerade das Klimapaket auch wieder angesprochen. Jetzt hat die Bundesregierung was getan, genau das, was ihr wolltet, aber es reicht euch nicht. Warum nicht? Ja, weil es eben nicht das ist, was wir wollten. Das Klimapaket ist eigentlich ein Vorwand, damit die Bundesregierung sagen kann, ja, wir haben ja was gemacht, aber dabei so wenig wie möglich wirklich zu machen. Wenn wir jetzt einfach mal als Beispiel die Bepreisung von CO2 nehmen, das ist auch eine der Sachen, die Fridays for Future deutschlandweit gefordert hat und die fordern wir auch weiterhin, aber eben auf eine ganz andere Weise. Die Bepreisung, die die Bundesregierung vornimmt, die hat im Endeffekt keinerlei Steuerwirkung. Der Preis ist viel zu niedrig angesetzt und steigert sich auch viel zu langsam. Sprich, erst in einigen Jahren wird da überhaupt ein Effekt spürbar sein. Ja. Wir brauchen einen höheren Preis, aber das muss dann auch sozial verträglich sein. Zum Beispiel hatten die Scientists for Future, meine ich, waren das vorgeschlagen, dass man zwar einen CO2-Preis einführt, dass man das Geld aber den Bürgern zurückzahlt und zwar aber allen gleich viel. Sprich, ein Geringverdiener, der im Normalfall auch weniger CO2 ausstößt, bekommt durch die CO2-Bepreisung tatsächlich mehr Geld hinzu, als er eigentlich ausgibt, während eine Person, die viel CO2 ausgibt, im Zweifelsfall dann weniger Geld zurückbekommt, sprich dann auch verliert. Ja. So kann man einen höheren Preis machen und es ist sozial verträglich. Jetzt kann man aber trotzdem sagen, die Politik hat wenigstens was gemacht. Das habt ihr ja auch lange gesagt, dass nichts gemacht wird. Jetzt tut die Politik was, aber ihr seid ja jetzt trotzdem nicht zufrieden. Kann man mit kleinen Sachen, mit denen man so langsam anfängt, nicht auch schon ein bisschen zufrieden sein am Anfang? Natürlich sind kleine Schritte immer wichtig, aber die Bundesregierung sagt schon seit Jahren, dass sie irgendetwas machen möchte und sie macht seit Jahren nichts. Und der Klimawandel, der ist eben irgendwann da. Es ist nicht wie bei vielen anderen politischen Themen, dass man die im Zweifelsfall immer noch ein, zwei Jahre nach hinten schieben kann. Mit dem Klimawandel kann man nicht verhandeln. Wenn wir irgendwann zu viel CO2 ausgestoßen haben, dann sieht es für die Menschheit schlecht aus. Und die kleinen Schritte reichen einfach nicht. Wir müssen jetzt große Schritte machen. Ja. Jetzt engagiert euch ja auch auf lokaler Ebene, habt ja auch mit OB Link schon Gespräche gehabt, habt ihm auch einen Forderungskatalog vorgelegt. Und da habt ihr ja auch kleine Sachen, aber auch große Sachen gefordert, wie zum Beispiel Verbot von Steingärten oder auch die Einführung der Baumschutzsatzung. Das sind ja auch diese kleinen Sachen, die man eben dann ja auch am Anfang und gerade auch auf lokaler Ebene mit denen man anfangen kann. Gab es da denn irgendwelche Rückmeldungen vom OB? Nein. Also wir hatten mehrere Gespräche mit dem Oberbürgermeister und wir haben auch unsere Forderungen vorgestellt.
Das waren aber tatsächlich auch nicht nur so kleine Sachen, das war zum Beispiel auch sowas wie der Ausbau vom ÖPNV oder eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Duisburg. Da haben wir eigentlich keine Rückmeldung bekommen. Herr Link hat viel versprochen, aber im Endeffekt eingehalten bisher noch nichts. Wir hoffen natürlich immer noch, dass er irgendwann auf unsere Forderung eingeht oder vielleicht auch etwas abseits von unseren Forderungen für den Klimaschutz macht. Aber im Moment sehe ich das schwarz. Ja, dann warten wir mal den Freitag ab. Ihr wollt auf jeden Fall am Freitag vorm Hauptbahnhof demonstrieren, wie viele weltweit auch. Und ich danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch, Heinrich. Dankeschön.